Zwei Zimmer, zwei Influencer, zwei kompetente Supporter und zwei Ideen, die unterschiedlicher nicht sein können. Willkommen zum großen Mach mal mit Obi Room Makeover Duell. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mach mal mit Obi, heute bei einem Room Makeover. Mhm. Wir sind Team Taco Tomato und die sind Team Blumier. Die Gewinner. Boah, das war so. Das steht noch nicht fest. Das war super. Nein. Super. Die bekommen ein blaues Herz in den Kommentaren und wir bekommen ein rotes Herz. Deswegen und damit ein blaues. Damit könnt ihr entscheiden, wer von uns gewinnt. Gerne abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, damit ihr auch den Part 2 noch mitkriegt. Ja. Und die Bestrafung. Oh, oh. Die macht ihr. Die macht ihr. Wir wissen ja gar nicht, was die Bestrafung ist, ne? Es macht es ja noch mal schlimmer. Ja, ich hoffe, wir müssen nicht irgendwas Hässliches posten. Wir müssen es gar nicht wissen. Genau, weil wir es ja eh nicht machen. Genau, schreibt blaue Herzen. Blaue Herzen, bitte. Rote Danke. Herzen. Also mehr als eine pinke Wand gibt es irgendwie nicht zu sehen. So, ihr könnt ja mal nach draußen gehen. Ehrlich sagen. Es sieht echt leer aus. Für uns geht es jetzt erstmal in den Omi-Markt, oder? Ja, komm, wir nehmen euch mit. Wir sind jetzt im Obi. Wir haben Zeitdruck. Wir haben richtig Zeitdruck. Wir haben 10 Minuten und deswegen würde ich sagen, beeilen wir uns jetzt einfach, oder? Ja. Schiebst du das Ding? Ja, macht sie einfach. Okay, let's go! Wow. Wir brauchen Farbe. Ja. Welche nehmen wir? Ich bin für... Wow, gibt's hier viele Rot, Farben. Pink, Orange, mir eigentlich egal. Du hast Pink gesagt, ich nehme Safe Pink. Wenn das jetzt gleich auf mir landet, dann haben nimm wir ein mal Problem. Das Pink. Das sieht cooler aus. Das ist mehr Pink als das andere. Das sind doch genau das ist die... Das rosa. Ja, safe. Sollen wir zwei mitnehmen? Ja, können wir machen. Ja, zahlst du das? Wir werden gewinnen. Sowas. Oder? We are the champions. Nee, ich kann leider jetzt nicht singen, weil das ist ohne Autotune und du weißt, geht leider nicht. Ganz, ganz schwer das Thema. wir brauchen auf jeden Fall Tape. Tape. Wie viel Tape nehmen? Wollen wir eine Rolle? Zwei? Alle. Alle? Da sind Tapes. Ja, wie gesagt, sie zahlt das ja, ne? Ist mir dann auch egal. Ja, lass mal einfach ein bisschen was mitnehmen. What? Lieber zu viel als zu wenig, oder? Ja, ist auf jeden Fall dein Motto. Und das klebt, das, wie macht man das? Aber egal, ich hab hier dich, ne? Also ja. Du, wenn du sagst, du kannst das alles, dann bin ich eh glücklich. Ich erkläre dir das dann ja, später. Ja, mach ruhig. Oh mein Gott. Ich bin immer ganz gut im Zugucken und nichts machen. Tim, komm jetzt! Ich finde die Kamera gerade so nice. Achtung, weg hier bitte. Ich komme. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Ja, würdest du sagen, wir brauchen eigentlich noch alles, weil wir erst zwei Sachen haben? Kannst du mich schieben? Ja, mach ich, warte. Also wenn ich jetzt hier irgendwo gegenfahre. Oh mein Gott. Wir haben noch ein bisschen Zeitdruck, Tim. Nein, haben wir nicht. Ich kenne das Wort Stress nicht. Ja, ich schon. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe ihr gewählt hättet. Oh, ich will so eine Poolnudel. Tim, wir haben Zeitdruck. Ja, und? Teppiche sind auch immer gut. Oh, da gibt es viele Teppiche. Aber warum? Oh. Können wir nicht einen pinken Teppich nehmen? Oh, okay. Ich glaube, wir haben uns entschieden. Oder auch pink und weiß? Wenn wir uns nicht entscheiden können, nehmen wir einfach weiß. Wir nehmen pink und weiß. Ich nehme einmal den, hast du noch weiß? Wie macht man das jetzt hier? Ich nehme den untersten. Wie macht man das denn drauf? Einfach so? Oh, ich bleib hängen mit der Poolnudel. Achtung, Achtung. Oh, Lichter! Ich fahr rein. Brauchen wir Lampen? Oh, wow, guck mal. Okay, apropos Glühbirnen, ich hol mal ein paar. Warum? Für was? Ach so. Große Lampen, Glühbirnen, das sind die größten. Oh, es gibt auch bunte. Okay, hier, Tim. Große? Ja, riesige. Die ist offen. Ist da noch eine Birne drin? Ja. Ja, cool. Sonst noch mal? Wow. Tim, wir haben Zeitdruck. Warum lässt er sich so viel Zeit? Oh, wenn ich das sehe, habe ich richtig Lust, meine Wohnung einzurichten. Spiegel? Alter, Obi, was ist denn los mit euch? Im Obi könnt ihr wirklich alles finden. Also wirklich alles. Wir sind jetzt in der Pflanzenwelt. Ist halt wirklich alles, ne? Ich bin Weil da ein bisschen Pflanzen geschockt. Machen alles gemütlicher, oder? Och, ich hätte doch gern so einen Grill. Oder? Ah, okay. Der hat gesessen. Guck mal, da hinten sind Rabatte. Ohoho. Ja, das sind doch super Pflanzen. Hier, 29,99 Euro. Ich finde, wir sollten noch ein bisschen auf die Toppreise achten, ne? Ja, das finde ich gut. Die haben wir jetzt auch im Zimmer. Hui. Ich finde, wir brauchen noch irgendwie so ein bisschen Orchideen. Hier die. Okay, der Tim sucht sich jetzt ein paar Orchideen aus. Und darf ich? Ich? Erlaubst du es mir? Ja, wirklich? Du darfst. Oh Gott, Achtung. Ich aber nur die mit 50%. Ich passe nicht, ja klar. Und ich hole mir noch einen Baum. Ich will einen riesigen Baum.
Das kann ja noch ein Baum werden. Oder ist das auch eine Pflanze? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch eine. Die sieht wirklich sehr, sehr echt aus. Also sie ist auch echt, aber so über so. Hä, die fühlt sich übel krass an. Ja, Mann. Hast ja richtig auf die Qualität geachtet. Sehr gut. Hast du das im Blick, was du da machst? Ja. Super. Die Pflanzen haben wir jetzt. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, wir müssen uns wirklich Ich hätte es gar nicht wissen wollen, ehrlich gesagt. Wir brauchen irgendwie noch so einen Stuhl. Ich finde den schön, lass den nehmen. Brauchen wir den nur in einer Farbe? Ja, dann sonst ist ein bisschen zu viel pink, ein bisschen weiß. Warum hatest du jetzt pink? Ich hate's nicht, aber zu viel ist zu viel. Naja. Wer braucht schon eine Handtasche? Das sieht toll aus. Danke. Ja, dann schiebst du jetzt das. Ja. Du kannst ja jetzt nicht so gehen. Warum nicht? Okay, neben der Poolnudel hier, ne? Okay, also wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen lass mal das mitnehmen. Oh, aber können wir das bitte nur als Deko benutzen? Sport ist jetzt nicht so mein Ding. Ich benutze es für Sport und du für Deko. Okay. Alter, hast du eigentlich schon mal... die gute Pflanze. Oh mein Gott, habe ich dir wehgetan? Nein, aber ich glaube, wir haben alles, Sorry, war Absicht. Haben wir alles? Ja, cool. Warte, mach mir ein Foto. Warte, geh mal weg hier. Warte mal. Charmant wie immer. Ja, warte mal so. Fertig, tada. Zurück ins Zimmer. Okay, okay, okay. Ja, sieht doch cool aus. Also hier ist noch ganz schön leer und das ändern wir jetzt. Was wollen wir hiermit eigentlich machen? Wissen wir das schon? Das finden wir jetzt raus. Ja, also ich kann nicht damit so nerven, ne? Den ganzen Elend da. Was in einem Zimmer wichtig ist, ist ein Bett. Ich habe da schon eine Idee. Okay. Das muss hier definitiv sein. Der Tim hat eine Vision und das machen wir jetzt. So ein bisschen. Dann holen wir mal ein Bett, oder? Ja. Let's go! Boah! Das ist aber ganz schön schwer, du! Wohin willst du es haben? Ja, so jetzt. Ich lass fallen. Okay. Warte. So. Sehr gut. Schneller! Dann hol du doch mal den Rest. Da fehlt ja noch irgendwas, ne? Eine Matratze. Ich frage mich halt, wo sollen diese schlafen? Ja, nee, das ist. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe es nicht. Okay. Warte mal. Hallo. Hier fehlen noch so Streifen. Siehst du das? Ah, ja. Oder findest du es unnötig? Ja, der Tim, der hat ein Auge für sowas. Mhm, man legt jetzt hier das Brett dran, damit es auch der gleiche Abstand ist. Warte mal. So. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ich glaube, Shirley macht halt so eine Gym-Session. Ich pumpe meine Arme. Ja, irgendwie schon. Tim, währenddessen kann ich doch schon mal das Lattenrost reintun, oder? Ja, haust du mir auf den Kopf. Ja, let's go. Sorry, ich muss hier vorbei. Warte. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir viel zu durcheinander. Was ist ja, ich brauche Ordnung. Wo ist die Ordnung? Diese Streifen, der Boden ist viereckig. Oh. Mein Vater hat mal gesagt, ich soll niemals ein Messer in der Hand halten, wenn andere Leute im Umfeld sind. Tim, tu mal deine Finger weg. Tada! Sehr wichtig, zu einem guten Bett gehört ein gutes Lattenrost. Sonst kriegt ihr Rückenschmerzen. Ja, okay, sorry. Hol du schon mal irgendwas anderes? Ich mach ja, das jetzt hier. Ich hol die Matratze. Hey, Tim, fang mal. Aber die hat. Was du mal. Ich hab manchmal so Angst vor Schädel, dass irgendwas so explodiert. Sie holt so irgendwas raus, so eine Explosion. Warte immer noch auf die Explosion. Aber bei ihr fühle ich's. Weil irgendwie das Ding ist, die haben viel Energie und wenn die es schlau einsetzen, können die auch was Gutes draus machen. Ich weiß nicht, ob sie die Energie kontrollieren können. Das ist fett. Kuschelig. Ich finde aber sehr schön. Die Decke ist schön, aber passt sie zum Zimmer? Nein. Sie ist schön, ich würde mich reinlegen. Die macht ich würde keinen mich Sinn. Wohlfühlen. Warum ist da jetzt ein Fell? Ja, so. Wo ist da, wo kommt der Fluff? Wollt ihr Linien, wollt ihr Fell, wollt ihr Vierecke, was wollt ihr denn? Hä, sieht voll süß aus. Das können wir zum Kuscheln benutzen. Wie zum Kuscheln? Freunde, was wir jetzt noch brauchen, ist eine... Lampe! Geil. Die holen wir. Holst du sie? Ja, eine Lampe. Warte mal, die ist ganz schön groß, da helfe ich doch mal, ne? Okay. So. Aber andersrum. Ja, ist falsch rum. Oh mein Gott! Nimm das, warte. Ganz schön chaotisch hier. Wir schaffen das. Aber ich muss ehrlich sagen, das finde ich cool. So eins hätte ich gerne in meinem Zimmer. Ja, ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir auch. Weil es ist so, gibt mir so einen Vibe so selber gemacht und so Lichter. So Lichter machen alles besser im Zimmer. Soll ich dir helfen? Willst du halten? Ich komme kurz rüber. Ja. Tim, hilf mir! Warte! Oha! Hat's geklappt? Ja! Geil! Jawoll! Wir sind ja ein richtiges Team. Anstecken. Wo ist denn hier eine Stecki? Und jetzt irgendwie so 3, 2, 1, es jetzt explodiert. Bin ich gespannt. Ich habe eine Idee. Boah, war der schlecht. Ich fand's super. Also, so leuchtet's jetzt. Wenn das jetzt mein Vater sieht, ne? Ich schwöre, jetzt wäre er stolz. War ich das richtig? Wenn du nichts sagst, ja. Nein, ist gut.
Das machst du sehr gut. Und jetzt noch den oberen? Muss der? Oh, sehr schön. So? Okay. Ist das gerade? Doch. Doch. Ich wusste irgendwas. Ich sag gar nichts. Das ist explodiert. Also ich halte. Ja, du machst perfekt mal wieder alles. Warte. Aber was ist dieses Rote? Also ich verstehe es noch nicht ganz. Ja, aber ach so, das ist für den Lollipop. Das ist ein Lollipop. Ach, schon cute. Ich find's süß. Ja, ich find's auch ganz süß. Geil. Ih, der Stuhl ist der Stuhl passt gar nicht. Oh nein! Ich so, was habt ihr euch dabei gedacht? Was ist denn das? Nein, nein, es tut mir. Und diese Pflanze, das ist viel zu viel. Bitte, Tim, mach die runter. Nein. Mach die runter. Ah, okay. Ich stell die jetzt einfach hier hin, ja? Ich würde sie gerne in die Ecke stellen. Mach mal. Aber eventuell stellen wir ja da was anderes hin, oder? Ja, aber sorry, du machst es halt auch so, dass sie halt direkt abstirbt, ne? Ey, die hatte ich auch mal. Direkt gestorben. Wie ihr es vielleicht schon merkt, unser Motto ist Candy. Und deswegen machen wir alles in dem Stil. Achtung! Soll ich das hier, wollen wir es hier machen? Warte, das muss jetzt erstmal hier rein, oder? Okay, dann brauchen wir eine Tabelle. Okay, warte, du, hab ich's jetzt ernsthaft? Nee, ich hab hier richtig reingemacht, ne? Ja. Okay. Soll ich das alles reinschütten auf einmal? Ja, wenn du es schaffst, wenn nicht die Hälfte daneben geht. Ich halte es jetzt so fest. Warte, machst du das so offen? Geht das? Ja, so wenn geht's. Ich ein bisschen schüttel? In der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal rote aber eigentlich Herzen doch kommentieren. Ja, ey, aber nicht nur ein rotes Herz, ne? Sondern viele rote Herzen. So viele rote Herzen, wie Bälle hier drin sind. Alter. Und, habt ihr schon rote Herzen kommentiert? Nein, dann würde ich das jetzt tun. Ich bin ehrlich, ich möchte jetzt so da in den Fernseher rein. Du, soll ich springen? Wie siehst du, dass ich so ja, irgendwie so. Toll. Vielleicht sollte man das dort nicht bewegen. First try. So, das ist ein Candy-Spender. Wenn ihr wissen wollt, wie man den bauen kann, und zwar selber, machen wir für euch extra ein Video dazu. Und zwar am kommenden Montag. Sehr cool. Oder? Schmeckt lecker. Mir ist so heiß, ich brauche ein Eis. Tim? Hier steht irgendwie eins. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir machen da noch eine Welle rein und dafür habe ich so ganz crazy Klebeband. Glaubst du, dass ich das hinkriege, ohne mich einzusauen oder ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie nicht so hoch? Kriegst einfach hin, ohne mich einzusauen, okay? Ey, da hätte ich so Bock drauf, ne? Einfach einmal quer durchs Gesicht. Und dann ist sie endlich still. Ich glaube, ich habe noch nie selbstständig gestrichen. Vielleicht wissen wir auch gleich, warum. Oh. Weißt du, was das Coole ist? Du kannst das ganze Eis auch drehen. Ja, ja, voll. Aber warte gut. Ja, voll. Gut, gut. Sind du so gar keine Überraschung. Dachte, ich sag's dir noch mal. Das habe ich nämlich extra so gebaut, dass man das machen kann. Du bist ein Schatz, Tim. Kann ich schon mal so einen kleinen Punkt dran ja, machen? Ja, voll, mach. Oh mein Gott, das wird so Boah, schön. Ich hab so Angst, ich hab eine weiße Hose und ich bin genau warte. Hier drunter. Warte, Tim, hier sorgt. Wieso schreist du jetzt genau? Weil ich das voll schön finde. Also das könnte ich wirklich, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, aber sorry, so schwer ist das jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, was mein Vater für Probleme hatte. Der meinte immer so, nee, das kann nur ich. Mhm. Das habe ich jetzt richtig verdient und das ist halt auch richtig, das ist auch richtig fett. Oh Gott. Die haben den Boden gelb gemacht. Nein. Ja. Doch, das ist super. Doch, das ist gut für uns. Noch mehr Klecker. Mach du doch den Boden sauber. Das ist auch, weil du mich ablenkst. Jesse, eben, ihr seid nicht zu schadenfroh, gell? Am Ende passiert euch dasselbe. Sogar in der Jacke. Tim, du bist wie so ein Baby, das sich mit Brei eingesaut hat. Das ist viel zu, die Stelle unten ist viel zu dünn. Ja. Die hätten das ein bisschen höher machen sollen. Aber irgendwie, ich will trotzdem reinbeißen. Das Gelb spricht mich halt irgendwie an. Ich bin ehrlich, das Gelb auch irgendwie nice. Nein, nicht drin. Nicht drin. Ja, aber hier außen. Ja. Ich mach jetzt erstmal hier. Ja, so ist das halt mit Do-It-Yourself. Jetzt bin ich auch ganz gelb. Du bist so echt. Digga. Oh, der Boden. Ja. Haben wir einen Teppich gekauft? Ja, ja, haben wir. Mach das mal bitte darüber. Am besten jetzt. Nee, am besten nicht jetzt. So, fertig. Okay. So, das ist dann fertig. Das können wir dann später bestücken. Und jetzt lassen wir es erstmal trocknen. So, und ein Eis wäre nichts ohne den Stiel zum Festhalten. So, und jetzt wird hier die Schraube reingemacht. Das ist voll lustig bei mir. Immer wenn ich mich konzentriere, mache ich so. Immer wenn ich mich konzentriere, halte ich die Klappe. Also nie. So, jetzt ist das Eis fertig. Aber wir müssen noch Tesa abziehen. Und ich möchte, dass du das machst. Ich werde das nicht mehr anfassen heute. Ein Eis mit Charakter. Guck mal, es sieht voll toll aus. Ich habe jetzt eine nice Idee. Bist du bereit? Ja.
Weil das Motto, haben die eigentlich schon erraten, was wir für ein Motto haben? Ja, habe ich auch schon gesagt. Echt? Ja. Okay, ja. Okay, wir haben Motto Candy. Tada! Und ich dachte, wir machen hieraus jetzt so Riesenbonbons. Ah! Oder? Aha. Ein Bonbon? Ja, mach so. Boah. Toll. Ein Bonbon mit Charakter. Wenn es einfach nicht so klappt, wie es klappen soll, dann nennt es einfach Gegenstand mit Charakter. Gegenstand mit Charakter? Ja. Dann haben wir aber ganz schön viele hier drin. So. Warte, ich habe hier noch einen Kleber. Brauchen wir den denn? Ja, hier. Das wird ein Bonbon. Bonbon. Das ist irgendwie voll ein komisches Wort zu sagen. Man kann das heißt eigentlich Bonbon, ne? Nee, Bonbon. Nein, so Bonbon. Es heißt Bonbon. Bonbon. Es ist französisch. Bonbon. So. Ein süßes Bonbon halt, ne? Cool. Das ist voll fancy. Tja, könnt ihr ganz einfach zu Hause machen. Ich hab noch mehr. Meinst du, ich kann mit denen jonglieren? Wohin? Wuhu! Tada! Aber die Bonbons, die fühle ich. Boah, ich muss ehrlich sagen, also die Bonbons, die retten das irgendwie. Ja, irgendwie. Ja. Auch hinten, dieses Bälle-Ding sieht gar nicht mehr so schlimm aus. Und da der Tim hier den Boden angemalt hat, fehlt, finde ich, auch ein Teppich. Hab ich nicht. Wir haben doch einen Teppich gekauft. Wollen wir den so ein bisschen hier drunter ziehen? Ja, ich würde auch unters Bett, weil sonst verrutscht der auch die ganze Zeit. Weißt du, der Teppich macht es, glaube ich, so weniger chaotisch. Ich heb hoch und du schiebst drunter. Warte. So? Aber das triggert mich voll. Wir müssen das in einer Flucht machen mit den Streifen. Ja, ich finde, ja. So? Top. Sieht gut aus. Ja, so passt es auch mit den Fliesen hier. Sieht schön aus. I like. Pretty. Sehr schön. So, wir sind jetzt erstmal fertig und jetzt fehlt noch ein bisschen Feintuning. Ja, ein bisschen Deko. Boah, ich hol sie. Haben wir nicht so eine Riesentüte? Kiste. Oh. Wann hast du die denn in den Wagen gelegt? Tja, sneaky, sneaky. Oh, der Becher. Der Becher ist nice. Boah, der Becher. Der gibt mir richtig Sommer-Vibes. Wo habt ihr die? So ein machen. Eis in das Eisregal. Und dann haben wir hier noch ganz wichtige random Poolnudeln, ne? Die da einfach so. Also ich sorry, es geht gar nicht. Wohin können wir die denn packen? Unter das Bett. Boah, das sieht endgut aus. Guck mal, wenn wir da mal überlegen müssen, wie wir es machen. Das ist eigentlich nur dafür da, dass wir uns gegenseitig ärgern. Jetzt kommt noch das krasseste Highlight. Ich hab noch was. Achso, ich dachte, es kommt jetzt hier. Ich habe ja magische Kräfte. Das ist eine Schaukel. Na. Nein. Okay, das ist jetzt aber wirklich unfair. Das geht zu weit. Boah, hey, aber jetzt mal ich muss sagen, dann würde ich halt wirklich zu Besuch kommen. Ich will da drauf irgendwie. Ich finde die Schaukel rettet gerade alles. Ich habe ein ganz anderes Bild jetzt von. Ja, irgendwie, ich habe gerade so eine Erleuchtung. Oh. Ich so, Shirley, bitte bricht dir nichts, bitte bricht dir nichts. Das ist nice. Ja, ich würde mal sagen, wir haben gewonnen. Ne? Ja, ich würde auch sagen, das ist ein optimales Zimmer. Macht jetzt mal rote Herzen in die Kommentare, damit wir das Gewinnerzimmer sind. Und besser zwar 8 Millionen Herzen. Ja, besser kann es ja gar nicht werden. Wer soll denn so ein Zimmer toppen? Das YouTube-Video mit den meisten Kommentaren jetzt. Haha, ich hoff's. Ein bisschen spammen. Ich will so viele rote Herzen, wie da in Kugeln drin sind. Das sind zu wenige. Da. Schaut es euch an, wir sind fertig. Wir hoffen, es gefällt euch. Ich muss sagen, ich finde, wir haben es sogar besser gemacht, als ich dachte, dass wir es machen werden. Ja, ja, und jetzt hier, können hier. Wir das. Oh mein Gott. Und jetzt können wir das mal den anderen zeigen, oder? Jesse! Emilia! Also ich muss ehrlich sagen, ich möchte direkt auf die Schaukel. Ich brauch so kurz. Aber das ist so das Einzige. Sei doch einfach ehrlich. Die Schaukel ist so cool. Also ich muss ehrlich sagen, die Schaukel ist das Einzige, was wir gut fanden. Ja. Sonst, wir finden, es ist sehr durcheinander. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Schau dich mal um. Wohin willst du gucken? Bist du eine weiße Wand oder was? Also so toll, dass ihr es gemacht habt, aber wir müssen hier ehrlich sein. Ich hab die Mühe gesehen. Ach, das ist super. Das ist echt toll. Dann will ich aber sehen, ob dein Zimmer gar nicht durcheinander ist. Du hast bestimmt auch nur einen einzigen Gegenstand da drin. Nein, der ist richtig schön voll. Ja. Aber das Schaukeln. Bitte schön. Das ist so ein aggressives Schaukeln. Das wird immer aggressiver, weißt du? Deswegen gehe ich jetzt runter. Wie die Zimmer von den zwei werden, das könnt ihr dann in den nächsten Videos sehen. Ihr seid auf jeden Fall unbedingt dabei, verpasst nicht. Schreibt es euch in den Kalender. Ja. Und dann ist nämlich eine Entscheidung dran, weil die verloren haben, die müssen eine Bestrafung. Oh mein Gott, stimmt. Könnt ihr bitte blaues Herz? Was eine Bestrafung ist. Ist halt ich mach die nicht, deswegen, Molo. Ja, rotes Herz. Doch, weil der verloren, der Verlierer muss es machen. Eigentlich muss es dich richtig interessieren gerade. Ja, nee, aber es ist eine Bestrafung. Also denk nochmal drüber nach.
Schlaf eine Nacht drüber vielleicht. Das Problem ist, bei euch ist es halt eh schon so vorhersehbar, wie euer Zimmer wird. Deswegen ist es eh langweilig. Nein, ihr werdet safe kein Zimmer machen, wo die Leute sagen, oh, mal was Neues. Wahrscheinlich ist es richtig ausgelutscht. Ja, aber unser Zimmer. Es wird nicht ausgelutscht. Es wird nicht ausgelutscht. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie das alles wird, dann schaltet ein, abonniert, drückt die Glocke und kommentiert rote Herzen. Nein, blau. Blaue Herzen. Jetzt tschüss.